Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freitag, 10 Uhr vormittags in Deutschland. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem bunten Programm für den Start ins Wochenende. Thorsten Köhl ist bei uns, aus dem Bayerischen zu uns gekommen. Nicht in Lederhose, aber eben auch schön kurz. Und es ist fast sowas wie eine Trachtenweste. Oben ist es die Tracht, richtig. Es ist ein Trachtenhemd und die Weste zur Lederhose. Nur habe ich die Lederhose nicht angezogen. Die hast du ausnahmsweise nicht angezogen. Und du bist aber auch nicht aus Modegründen hier. Also du willst keine Kollektion vorstellen. Du bist Coach, und zwar systemischer Coach, ja, und Experte für gesunde Führung. Mhm. Was gesunde Führung ist, werden wir gleich noch klären. Möchte Ihnen, liebe Zuschauer, erst einmal noch vorstellen, wen wir noch in der Sendung haben, nämlich Sabrina Otten von Eitzen. Ein spannender Name und ein Gesicht, das Sie kennen mit Sicherheit, denn sie ist oft genug auch schon bei Astro Live auf dem Schirm gewesen und sie wird uns heute ein bisschen was aus ihrem Leben und natürlich auch von ihrer Arbeit erzählen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann sind wir nachher noch mit Sabine Krause per Skype verbunden und sie wird uns etwas über vegane Ernährung und schamanische Energiearbeit erzählen. Freuen wir uns auch sehr drauf. Auch Sabine Krause dürfte dem ein oder anderen Zuschauer ja bekannt sein von Astro Live. Und dann haben wir noch das Produkt des Tages für Sie von Jessica Prilop, die uns nicht zugeschaltet sein wird, aber dennoch stellen wir ihr Produkt natürlich gerne vor. Da ist es eingeblendet, der Herzfrequenz-Schwingungskristall. Was Sie damit machen können, das können Sie unter anderem von Jessica selbst erfahren. Rufen Sie einfach mal an unter der 0800 3666 766. Aber wir können uns ja vorstellen, was ein Herzfrequenz-Schwingungskristall macht. Nämlich die Herzfrequenz möglicherweise erhöhen oder überhaupt erstmal öffnen, dafür connecten. Wer weiß. Also, wir finden es raus mit Jessica Prilop gemeinsam, wenn Sie diese Nummer anrufen und den Schwingungskristall bestellen. Thorsten Köhl bei uns, wie gesagt, aus dem Bayerischen zu uns gekommen. Sensationell, wirklich regionaler Tracht zu uns gekommen. Hat das für dich auch wirklich so Bedeutung? Also lebst du das, die bayerische Kultur? Also, dass ich lebe da und dann kleide ich mich auch so, das gehört dazu? Also ich lebe die bayerische Kultur schon ab und an, nicht regelmäßig, aber zum Beispiel eben zu Zeiten des Oktoberfestes, ja, geht man auf Tracht dahin. Ja. Und ich persönlich liebe Westen und habe auch mehrere Westen und deswegen habe ich mich heute entschieden, eine Weste anzuziehen, weil ich mich darin einfach wohlfühle. Ja, und das ist, glaube ich, immer so das Wichtigste, ne? Also auch bei Bürokleidung, wir werden ja noch viel über Büros und Unternehmen sprechen. Auch bei Bürokleidung, denke ich, kommt es ein Stück weit drauf an. Klar, manchmal muss man bestimmte Dinge anziehen, da gibt es einen Dresscode. Aber wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Das gehört, glaube ich, auch zu dann einer gesunden Führung dazu oder überhaupt zu einem gesunden Arbeitsumfeld. Genau. Und das ist auch ein Thema, das mich mal begleitet hat, weil ich früher im Unternehmen immer auch Anzug getragen habe und Krawatte. Ja. Und irgendwann dann entschieden habe, eine Krawatte muss nicht unbedingt sein. Ja, die schnürt mir die Luft ab und irgendwie fühle ich mich damit auch nicht so wohl. Es geht auch lockerer und legerer. Ja. Und dann hat man selbst schon für sich entschieden, wann fühle ich mich eigentlich wohl, wann geht es mir gut. Und wenn man das dann ins Unternehmen tragen kann, allein dadurch schon, ist auch viel gewonnen. Ist das denn etwas, also so eine Entscheidung? In manchen Unternehmen hat man dann so das Gefühl, ja, ist zwar nett, dass ich mich dafür entschieden habe, aber das wird gerade gar nicht so gern gesehen. Also die Führungsetage findet das jetzt gar nicht lustig. Die möchten diesen Dresscode beibehalten. Also war das für dich am Arbeitsplatz okay in dem Unternehmen oder bist du da auch schief angeguckt worden? Nee, also da bin ich nicht schief angeguckt worden. Und ich hatte auch eher den Eindruck, in den letzten Jahren hat sich da was gewandelt. Da hat sich was verändert, ja. Was früher eher als notwendig angesehen wurde, hat man heute ein bisschen über Bord geworfen, weil man eben auch merkt, es geht schon auch um das Thema Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Woran machst du das fest oder warum ist diese Veränderungskultur jetzt doch etwas stärker geworden? Liegt das unter anderem daran, dass klar, Thema Burnout in den letzten Jahren ganz weit nach vorne in den Medien, gibt ja einen Grund dafür, findet in den Medien statt, weil es in den Unternehmen stattfindet. Ja. Haben Führungskräfte oder überhaupt Unternehmenslenker festgestellt, Menschenskinder, unser Krankenstand wird eigentlich immer höher, die Mitarbeiter werden unzufriedener, es wird auch immer schwerer, wirklich qualifiziertes Personal für unser Unternehmen zu gewinnen. Also da müssen wir müssen auch um Arbeitskräfte inzwischen kämpfen, um gute Arbeitskräfte zu gewinnen, da müssen wir denen was bieten.
Liegt das daran? Also ich denke, zum einen ist es so ein Generationenthema. Ja? Also die nachwachsende Generation, die jetzt studiert oder die letzten 2, 3 Jahre studiert hat, stellt ganz andere Anforderungen an die Unternehmen. Und da muss man sich anpassen. Ja. Und jetzt war ich die letzten Jahre im Personalbereich unterwegs und dann erlebt man das auch in der Rekrutierung, was da manchmal für Fragen kommen. Mhm. Kann ich meinen eigenen Laptop nutzen, weil ich möchte den benutzen auf der Arbeit, was wiederum andere technische Gründe verhindert oder so. Und ich hatte auch das Glück, dass ich vor Jahren schon das Thema gesunde Führung in die Verantwortung bekommen habe. Da hat man im Unternehmen gemerkt, wir müssen mit den Führungskräften etwas tun, damit sie selbst gesunder werden und auf sich achten können. Und wenn sie das dann widerspiegeln bei ihren Mitarbeitern, dann ist es einfach eine andere Kultur, die da implementiert wird. Ja. Und also nicht von oben aufgesetzt, sondern wirklich vorgelebt. Genau, mhm. Ja. Und das ist sozusagen auch ein Hauptfokus, ja, dass natürlich genau die Führungskräfte eigentlich dieses Thema vorleben müssen und aber auch Mittel an die Hand bekommen sollen, wie sie das denn tun. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Warum hat dich das plötzlich fasziniert und interessiert? Ja, gut, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das eine ist, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt in der Teamleitungsfunktion war in einem Unternehmen und die Möglichkeit hatte, das Thema gesunde Führung in meine Verantwortung zu bekommen. Ja? Also ich konnte mir dann, nachdem es eine Projektphase gab, einen Mitarbeiter rekrutieren, der sich dem Thema inhaltlich angenommen hat. Und damals habe ich mich dann sozusagen auch das erste Mal, das war ungefähr vor 10 Jahren, mit dem Thema gesunde Führung auseinandergesetzt. Schon ein ganzes Weilchen her. Also da sah es in den Unternehmen tatsächlich noch ein kleines bisschen anders aus. Genau. So betriebliche Gesundheitsvorsorge war da noch nicht so ein Megaschlagwort. Ne? Das war tatsächlich noch nicht so ein Megaschlagwort. Und da habe ich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, in meinem jugendlichen Leichtsinn damals auch Dinge natürlich propagiert und Vorträge gehalten bei den Führungskräften, wie sie denn quasi agieren können und wie sie die Führung leben sollen und dass sie auf sich selbst auch achten müssen. Und musste dann später, ein paar Jahre später eben merken, selbst habe ich es aber auch nicht so wirklich gelebt. Ja. Ja, also da ist dann ein bisschen was über mir zusammengebrochen, wo ich dann gemerkt habe, lebe ich denn das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz so, wie ich damals auch den Führungskräften vorgeschlagen habe, was sie tun können. Mhm. Und das hat mir einen Dämpfer gegeben. Und dann habe ich in meinem Anspruch, wie ich mit Führungskräften in Unternehmen agiere, gemerkt, ich möchte in einer anderen Rolle Führungskräften Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie das Thema leben können und wie sie das Thema auch gut implementieren können. Das ist nämlich ein immens wichtiger Aspekt. Hat dich dein Job denn krank gemacht tatsächlich oder was ist da über dir tatsächlich zusammengebrochen? Ja, also mein Job hat mich tatsächlich krank gemacht. Mhm. Ich bin so ein zielorientierter Mensch und habe dann auch immer über die Jahre weg, 20 Jahre im Personalbereich, Ziele verfolgt und kann auch sagen, ich habe die Ziele alle erreicht. Ja? Und das hat mich stolz gemacht, aber durch diese ständige getriebene Arbeitsweise und immer mehr und immer schneller und immer weniger Kapazitäten und immer größere Herausforderungen und immer neue Projekte, habe ich mich verloren und habe gemerkt, wie mein Körper anfängt zu rebellieren. Ja. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Das hat sich so bemerkbar gemacht. Frühzeitig haben das Freunde und Bekannte und meine Familie auch schon gemerkt und haben gesagt, du arbeitest zu viel. Mhm. Das sind zu viele Stunden, die du da verbringst und du schaltest nicht ab. Ja. Abends immer auch nochmal das Handy checken und kontrollieren und schon mal drüber nachdenken, was muss ich denn morgen noch alles bearbeiten, was habe ich heute noch nicht bearbeitet. Mhm. Und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo ich einfach körperlich nicht mehr konnte. Ja? Also wo ich gemerkt habe, morgens das Aufstehen ist schwierig. Ich habe Übelkeit gehabt. Mein Magen hat einfach auch rebelliert. Das ist dann Magen-Darm-Thema irgendwann auch geworden. Und da haben dann Freunde zu mir gesagt, stopp, das geht nicht mehr.
Und ich habe immer versucht, noch weiter zu gehen. Und wenn quasi auch mein Umfeld nicht zu mir gesagt hätte, du musst jetzt mal dir eine Pause gönnen und du musst mal auch mit Fachleuten drüber reden, was da gerade ist, würde ich wahrscheinlich heute noch in diesem Kreislauf unterwegs sein. Oder vielleicht auch dann nicht mehr, ne? Weil's oder dann vielleicht dann auch tatsächlich zu spät nicht gewesen wäre. Also dankenswerterweise gab es da Menschen in deinem Umfeld, die das erkannt haben, dich darauf aufmerksam gemacht haben. Manchmal braucht man einfach diese Impulse von außen, weil man so drin steckt in dieser Mühle, dass man das selber gar nicht so checkt, was da eigentlich passiert. Genau. Wie dein eigenes Schicksal dann quasi auch deine Arbeit als Coach verändert hat und wie du dann mit Führungskräften gearbeitet hast und auch heute noch arbeitest, das werden wir gleich noch klären. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, etwas in der Verlosung. Und zwar dieses Buch passt natürlich auch wie immer exzellent zum Thema, nämlich Excellent Heroes, Heldenstrategien für mehr Erfolg im Unternehmen. Und wenn es dann noch gesund ist, dann sind wir auch mit Thorsten wieder fein. Unter anderem schreibt in diesem Buch Dr. Florian Langenscheid und auch weitere Führungskräfte. Also bestimmt ganz interessant mal zu lesen, liebe Zuschauer. Dieses Buch können Sie gewinnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten. Was stellt Thorsten Köhl heute vor? A. Gesunde Führung oder B. Wohltuendes Anmeckern. Und da können wir über Meckerkultur oder können wir natürlich gleich auch nochmal reden. Rufen Sie an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 11 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und jetzt haben wir, da ist sie schon, Sabine Kraus bei uns. Hallo, Sabine. Ja, jetzt können wir sie hören. Ich möchte mich vorstellen. Ja, mein Name ist Sabine Kraus. Ich bin Ernährungsberaterin, Huna-Schamanin, arbeite auch schon sehr, sehr lange für Astro TV und freue mich jetzt natürlich in der Sendung zu sein. Ja, also ich meine, eigentlich sollten dich die Zuschauer hinlänglich kennen. Du bist ja nur ein bekanntes Astro TV-Gesicht. Oft genug auch bei uns hier bei Leichter Leben im Studio gewesen. Jetzt machen wir das über die Entfernung, aber sieht alles sensationell prima aus. Du hast es dir gemütlich gemacht zu Hause, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es sieht schön aus. Wir wollen mit dir, also du hast, ich glaube, du hast auch schon bei uns im Studio gekocht, ne? Kann das sein? Richtig, ja. Ja, was heißt gekocht? Ich habe eine Eiscreme gemacht, vegane Eiscreme. Und wäre jetzt die sehr angemessen. Nach der Sendung war die komplett weg. Ja, genau. Ja. Könnte man gut gebrauchen. Ja. Wir wollen mit dir über vegane Ernährung sprechen, aber nicht ausschließlich über vegane. Also es ist eine Möglichkeit, sich gesund zu ernähren. Auch da gibt es natürlich andere Meinungen. Da gibt es, sag mal, die Fleischesser-Fraktion, die auch gerne mal sagt, also vegan, das kann ja nur krank machen. Wie stehst du zu veganer Ernährung? Wie stehst du aber auch zu Fleischverzehr? Also ich sag mal so, ich bin schon sehr gesundheitsbewusst groß geworden. Ja, meine Eltern waren auch schon sehr gesundheitsbewusst mit vegetarisch, gesundes Kochen und so weiter. Und ich habe mich dann entschieden, in die vegane Ernährung überzugehen. Das ist aber erst seit, ich sage jetzt mal, seit 10 Jahren erfolgt. Ne? Und habe festgestellt, dass es mir einfach energetisch und ja, gesundheitlich besser geht. Ich habe mehr Leistung. Ja? Ich habe die ein oder anderen Zipperlein nicht mehr, die so da waren aus der Vergangenheit. Und mir ist es durch die vegane Ernährung auf jeden Fall, beziehungsweise mir geht es jetzt besser. Ja? Und zu Fleisch stehe ich jetzt nicht so gut, weil man weiß ja, dass Fleisch auch behandelt ist mit Hormonen und Antibiotika und so weiter. Und die Tierhaltung ist mir natürlich auch ganz wichtig. Die ist ja auch nicht so toll, ne, bei uns. Und daher ist es mir auch wichtig, vegan zu leben. Also, ich glaube, prinzipiell geht es darum, auf die Qualität der Produkte zu achten, die ich zu mir nehme. Natürlich gibt es auch Fleisch von Tieren, die, sag mal, etwas anders aufgezogen worden sind und dann nicht voll gepumpt werden mit irgendwas, sondern relativ frei leben. Also auch da gibt es Varianten. Und inzwischen, wissen wir auch, mit dem Fisch haben wir ja inzwischen auch große Probleme, wenn die aus Aquakulturen kommen. Da haben wir es ähnlich wie mit der anderen Massentierhaltung. Auch das ist dann Massentierhaltung oder Massenfischhaltung. Auch da gibt es dann inzwischen schon viel Chemie, die wir zu uns nehmen. Kann bei Pflanzen, bei pflanzlicher Ernährung natürlich auch sein, wenn wir da nicht auch darauf achten, dass wir das irgendwie so im Bio, wenn es geht, Demeter-Qualität zu uns nehmen. Also letzten Endes
nicht egal, was wir essen, ob es Fleisch ist oder eben pflanzliche Ernährung, aber immer ganz wichtig die Qualität der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Also Fleisch darf es bei dir seit 10 Jahren nicht mehr sein. Jetzt wissen wir, sagt ja der eine oder andere, damit kann man nicht leistungsfähig sein. Du sagst, ich spüre da jede Menge Energie. Prominentes Beispiel Lewis Hamilton, Formel-1-Weltmeister, fast so erfolgreich inzwischen wie Michael Schumacher. Ihm fehlt jetzt noch ein WM-Titel, dann hat er genauso viele wie Michael Schumacher. Also das ist einer, der auf höchstem Niveau als Veganer zeigt, dass vegane Ernährung durchaus funktioniert. Ja, ich mache ja auch Leistungssport. Ja. Also ich gehe regelmäßig laufen, ich gehe Rennrad fahren, Mountainbike fahren und das wirklich regelmäßig und extrem und mir geht es besser als vorher, muss ich wirklich sagen. Es klappt besser. Also was ich festgestellt habe, als ich angefangen habe, auf Fleisch zu verzichten, ist, dass ich tatsächlich weniger krank geworden bin. Also was ich für mich geschlussfolgert hatte, war durch den Fleischkonsum, weil so viel Antibiotika drin sind, dass mein Immunsystem einfach auch so runter war und Viren und Bakterien leichtes Spiel hatten und ich dann eben schneller mal eine Erkältung oder eine Grippe eingefangen habe, was in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr wirklich passiert ist. Ja, man wird ja immun gegen das Antibiotika. Ja, genau. Und ja, dann schneller krank, das ist klar. Und im Fisch ist ja auch das Quecksilber drin, ne? Da muss man eben auch aufpassen. Also es ist ganz schwierig. Man muss wirklich schauen, dass man auf Bioqualität geht, ja. Genau. Oder frei laufende Tiere und so weiter, ja. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mensch, Bio, das muss man sich ja leisten können. Also ehrlicherweise kann man sagen, dass die Biopreise aber auch wirklich akzeptabel sind. Und es geht ja auch nicht mehr darum, wirklich immer alles, weil es gibt ja diese XXL-Restaurants und dann immer in Mega-Portionen reinzuschaufeln. Das habe ich auch festgestellt, wenn du wirklich gute, werthaltige Nahrung zu dir nimmst, dann brauchst du auch gar nicht mehr so viel. Also dann machen dich auch weniger Dinge schon satt. Genau, richtig, ja. Und da ist es auch wichtig, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man auf die Vielfalt achtet. Es ist ja oft so, dass wir immer ein gewisses System haben. Wir kennen nur eine gewisse, Nahrungsmittelvielfalt, ja. Und wenn wir mal in die vegane Ernährung gehen, die ist so groß, ja. Aber wir kennen sie nicht. Ich habe mich gerade letztens mit einem Pärchen unterhalten, wo die Frau Krebs hat und eben die Ernährung umstellen möchte. Und sie sagt wirklich, sie kann mit den Dingen, die ich erwähnt habe, überhaupt nichts anfangen, weil sie es nicht kennt. Und daher finde ich es wichtig, dass man einfach den Horizont ein bisschen öffnet und guckt, okay, was brauche ich für Vitamine, und deshalb bin ich ja beratend tätig. Für dich geht der Horizont dann noch ein Stück weiter. Du arbeitest mit deinen Klienten eben nicht nur über die Ernährung, sondern auch über schamanische Energiearbeit. Wie lässt sich das denn miteinander verbinden und was machst du da? Ja, also viele kommen zu mir, weil sie eben auch den Energiefluss wieder anregen möchten. Auch mit Gewichtsproblemen kommen die Patienten eben auch zu mir. Und da arbeite ich dann, ich wollte schon immer mal zeigen, mit der Blume des Lebens. Mhm. Ja, das heißt, also das ist ein schamanisches Symbol. Da kann ich es mal, ich weiß nicht, ob Sie es sehen in der Kamera. Ja, und das ist das, Sie sehen es hier, dieses Symbol. Können wir sehen, Und das ist die Blume des Lebens. Und da lege ich dann den Namen und den Geburtsdatum des jeweiligen Patienten drauf, rein und Klienten, genau. Und arbeite dann für 4 Wochen an dem Energiehaushalt eben auch. Ja. Und ich muss sagen, das kann ich in verschiedenen Bereichen einsetzen. Das ist oftmals, kommen sie ja mit partnerschaftlichen Problemen, den Geldfluss zum Beispiel zu aktivieren, weil viele sind ja jetzt auch in Not geraten. Und ich habe jetzt gerade letztens in der Sendung 4 Feedbacks bekommen, dass es am ersten Tag schon angeschlagen hat. Ja, dass viele also wieder den Geldfluss spüren, ja, das energetisch auch wieder, man hat einfach wieder mehr Energie, ja, und auch im partnerschaftlichen Bereich geht es wieder voran. Also ich habe schon ganz viel Feedback bekommen. Also mit der Arbeit, mit der Blume des Lebens. Und die Arbeit setzt du natürlich auch am Telefon fort. Richtig. Ja, richtig. Können dich Klienten auch heute gerne noch anrufen, ne? Richtig, gern können mich, also nach der Sendung bin ich dann noch ganz gut erreichbar. Prima, also dann wollen wir das auf jeden Fall mal im Gedächtnis behalten und bitte dann Sabine Krause anrufen über Questico, ne, wenn es geht. Also einfach auf die questico.de Seite gehen und mal nach Sabine gucken und dann anrufen. So wollen wir es machen. Genau. Ganz lieben Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Nach der Sendung von 11 bis 12 bin ich dann da. Prima. Ja, in der Sendung. Sehr gut. Okay. Und dann freuen wir uns, wenn du auch mal wieder ins Studio kommst und gerade bei den Temperaturen uns ein Eis
wieder Kredenz. Aber das sehr gerne, schön. Sehr gerne, Jens. Sabine, okay. Dir noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald mal ebenfalls. Wieder. Ja, viel Spaß noch. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao, Sabine. Tschüss. So, und jetzt nochmal der Hinweis auf unser Produkt des Tages, liebe Zuschauer von Jessica Prilop. Da, oh, guck mal, da ist er auch schön groß eingeblendet. Der Herzfrequenz-Schwingungskristall. Wie gesagt, was er macht, was er kann, das können Sie erfahren, unter anderem, wenn Sie die Bestellnummer anrufen, nämlich die 0800 36 66 766. Aber bei dem Namen können wir uns ja alle denken, dass er die Herzfrequenz entweder öffnet, wenn sie denn verschlossen sein sollte, oder einfach auch die Frequenz, wahrscheinlich die Schwingungsfrequenz, erhöht fürs Herzchen. Kann helfen auf jeden Fall. Rufen Sie an, die 0800 36 66 766. Und jetzt haben wir für Sie im Bewegtbild Thorsten Gabriel. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Ja, bis gleich, Thorsten, sagt Sabrina. Sabrina Otten von Eitzen ist bei uns. Ja. Ein langer Name, der genau. auch recht ungewöhnlich ist. Magst du, du hast mir vor der Sendung gesagt, dass du mit Andrea schon mal drüber gesprochen hast, ja. vor einiger Zeit. Ist schon lange her, wissen einige Zuschauer möglicherweise nicht mehr. Nee, das vergisst man auch mit der Zeit. Wo kommt dieser Name her? Also ich war ja im Dezember schon mal hier und ich habe vor 4 Jahren erst geheiratet. Ach, guck her. Ja. So, hast du den Namen noch gar nicht so lange? Nein. Und ich heiße Otten mit Nachnamen. Meine ja. bin geschieden. Meine Kinder heißen auch Otten. Und ja, wir haben lange gekämpft damals um den Namen, dass wir den Alemann wieder kriegen, und wollte den natürlich nicht verlieren. Ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich hänge den einfach hinten ran. Nur das von wollte er mir nicht geben. Hast du dir dann aber selber gegeben? Ja. Jetzt heiße ich Otten von Eitzen und ja. bin auch zufrieden, das ist eine gute Mischung. Ja. Und die Kunden sprechen mich auch an, die sagen alle, boah, was für ein toller Name. Ja. So, und was für eine tolle Stimme, ne? Deine ja, Reibeisenstimme. Sexy, ne? Ja, Menschenskinder. Ja. Also, ich meine, bei dieser Schwingung, also da kommt ja was an. Also das ist ja tatsächlich eine Schwingung. Hilft ja. dir die Stimme bei deiner Arbeit? Weil du telefonierst, also arbeitest ja. ja viel eben übers Telefon, genau. Als Questico-Beraterin. Ja. Also die Stimme hilft mir unheimlich. Ich arbeite über die Stimme. Mhm. Und mein Ratsuchenden oder Kunden hilft das auch unheimlich, weil ich mache auch Energiearbeit über meine Stimme. Ja. Also die tanken richtig dran auf. Ja. Also ist das schon so, wie gesagt, Stimme ist Schwingung, ist eine ja, Schwingungsfrequenz, genau. Dass sich da was beim ja. Klienten öffnet? Ja, ist so. Also die rufen mich an und legen auf, rufen nächsten Tag wieder an und sagen, boah, wir haben mit dir gesprochen. Sprich einfach ein bisschen was. Rede, uns geht's einfach gut. Ja. Ja, das ist, also da kommt richtig Energie rüber. Ich merke es auch an meiner Stimme, also wenn ich so, ich sag mal, ganz schwere Fälle habe oder Leute, ich habe viele Leute so mit Depressionen und so, denen das unheimlich hilft. Ja. Also wenn die ganz unten sind, ich merke es an meiner Stimme, dann zieht die weiter runter. Ja. Wann hast du festgestellt, dass du mit deiner Stimme was auslöst bei anderen Menschen? Also ich mache das ja schon über 20 Jahre. Ich bin ja Kartenlegerin ursprünglicherweise, arbeite mit den Linnemont-Karten und habe 2006 bei Viversum angefangen. Und ja, aber erstmal nur, wie sagt man immer so schön, immer nur nebenbei, nebenberuflich. Ja. Ist ja auch doof irgendwie. Und ja, hab dann so gemerkt, man, das haut immer mehr hin, immer mehr. Ich war ja dann auch noch Geschäftsführerin. Ich komme ursprünglich aus der Fleischerei. Ja. Also so, das Großeltern, Fleischer. Wie sieht's bei dir mit veganer Ernährung aus? Wir haben Sabine Krause gerade gehabt. Jens, also wollen wir uns da jetzt über unterhalten. Aber du wirst lachen. Ich meine, heute, die Fleischerei gibt es nicht mehr. Ich war Geschäftsführer jahrelang. Mein Vater ist 2004 verstorben. Dann haben wir es noch einen Moment weitergemacht, haben aber dann aufgehört. Ja. Und ich habe dann angefangen, wirklich hauptberuflich. Seit 2010 mache ich das jetzt hauptberuflich.
dass ich in der Lebensberatung tätig bin. Hab aber, muss ich auch zu sagen, dadurch, dass ich so Magenprobleme gekriegt habe, jetzt vor 6 Wochen komplett meine Ernährung umgestellt. Gucke. Was isst du jetzt? Also worauf verzichtest du inzwischen? Also ich esse ganz mager, ganz wenig Fleisch. Man kann sagen, kaum Fleisch. Ja. Also es ist echt wenig geworden. Und da muss ich meinem lieben Kollegen von eben recht geben, der ja auch Vegetarier ist oder die Ernährung umgestellt hat durch den Stress. Also da ist was dran. Ja. Und mir geht's echt besser. Mhm. Was anderes, was du statt Fleisch dann jetzt eher nimmst, also irgendeine... Ich esse mehr Gemüse. Ja. Und ja, ich komme zwar aus der Fleischerei, aber dass mir das jetzt unheimlich fehlt, das ist ja immer so ein krasser Fleisch, habe ich auch schon genug Fleisch weg, ich weiß es nicht. Ja, also ist natürlich eine Gewöhnungssache und man kann sich ja auch wieder entwöhnen. Manchmal dauert es ein Weilchen. Also bei mir war es zum Beispiel, ich war ein großer Fan von Currywurst beispielsweise. Ich bin immer an Currywurst-Buben gegangen, weil ich bin ja hier in Berlin aufgewachsen, dann lebt man von Currywurst ja ein klar. Stück weit. Ja, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist. Da habt ihr ja die Weißwurst. Die habe ich zu meinen Zeiten in Bayreuth auch gerne gegessen. Ja, also das. Und die Nürnberger, die kleinen Rostbratwürstel, ja, genau. die natürlich auch noch. Also da gibt es dann schon. Und die Fleischpflanzer. Da gibt es schon so einiges an leckeren Fleischsachen im Bayerischen eben auch. Und das ist ja, wenn du damit aufwächst, einfach mit Currywurst bin ich aufgewachsen. Das ist so. Und das ist mir echt schwer gefallen, auf Currywurst zu verzichten. Ich habe verzichtet, ich habe das wirklich durchgezogen. Aber das ist mir wirklich schwer gefallen. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden für mich, dass das gar nicht die Currywurst ist, sondern das Curry. Wenn ich Curry gerochen habe, wenn ich an der Currywurstbude vorbei bin, dann riechst du ja das Curry. Du riechst ja nicht die Wurst wirklich, du riechst das Curry. Ja. Und das war's. Und mit Curry koche ich dann sehr gern und damit hat sich das mit Currywurst erledigt. Ja, das ist dadurch abgefangen. Ja. Ne? Das ist bei mir ja auch, ich bin in der Fleischerei groß geworden. Was meinst du, wie lecker das ist, wenn die frische gekocht aus dem Kessel kommt? Ja. Ich weiß nicht, ob das hier bei euch auch gekochte heißt oder Fleischwurst. Ja, Fleischwurst. Aber das ist richtig lecker. Also, Und das war, also gab es da irgendetwas an Fleischspezialität, wo es dir schwer gefallen ist, drauf zu verzichten jetzt? Also ich esse ja, weil im Moment auch, ich verzichte ja nicht ganz, aber ich habe es echt reduziert, das Ganze. Also wird ja gerne gesagt, also bei Rauchern beispielsweise, das sind so, also was schwerfällt ist, auf diese Routinen zu verzichten. Also es gibt eben die Zigarette zum Kaffee, das gehört einfach dazu. Ja. Das ist so eingeübt über Jahre, Jahrzehnte teilweise, dass du, sobald du den Kaffeegeruch hast und anfängst, Kaffee zu trinken, willst du eine Zigarette rauchen oder eben zu anderen Gelegenheiten. Ja. Also das ist immer kombiniert mit irgendeiner Situation, mit irgendetwas anderem. Und dann fällt es eben schwer, in diesen Situationen plötzlich auf die Zigarette zu verzichten. Und so könnte es beim Fleisch ja teilweise also dann eben auch sein. Mir leicht, weil ich auch Magenprobleme hatte. Ja, eben, wenn also man weiß, wofür, ne, dann geht es schon. Ja, und ich merke, dass es mir deutlich besser geht im Moment. Also geht's so auch weiter? Es geht bergauf, ja natürlich. Weiter mit der gesunden Ernährung. Wo kaufst du dann ein? Also ist es für dich wichtig, weil wir hatten ja gerade mit Sabine drüber gesprochen, eben in Bio-Qualität oder sagst du, nee komm, also Hauptsache es ist also, jetzt Obst und Gemüse? Kommt immer drauf an. Ich wohne ja auf dem Plattenland. Also unser Dorf hat 120 Einwohner, das sagt alles. Ja. Mein Mann ist gebürtig aus dem alten Land, wo es die Äpfel gibt und die Kirschen. Ja. Also dann weißt du ja auch, wo wir die Ware so her haben. Ja. Das ist dann also Kartoffeln, schön vom Kartoffeln Bauer, vom bringt, Land. Ja, Kartoffeln bringt ein Freund von meinem Mann oder von uns. Und die schmecken auch ganz anders. Ja, also das stelle ich auch immer wieder fest, wenn du dann irgendwo am Ländlichen bist und da in den Märkten oder auf den Märkten dann einkaufst, das schmeckt schon alles einen kleinen Tacken anders. Also dürfen wir uns gerne mit guter Qualität selbst versorgen. Darum geht es ja, dass wir uns etwas Gutes tun und gut zu uns selbst sind. Wir sprechen gleich noch etwas weiter über dich und dein Leben, wie du überhaupt zur Lebensberatung gekommen bist. Wir haben es ja schon so ein bisschen andeutungsweise gehabt, erst so nebenberuflich, dann hauptberuflich. Genau. Aber warum du dich dann tatsächlich dafür entschieden hast und natürlich auch über deine Arbeit, werden wir gleich noch etwas intensiver sprechen. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, das Medium Meredwin im Bewegtbild.
Mein Name ist das Medium Marathon. Ich arbeite ohne Hilfsmittel, an sich allein als Medium. Ich habe die geistige Welt, die mir dabei behilflich ist, Antworten zu finden, Antworten zu geben und die Magie wieder in dir zu finden. Wir sind alles Wesen, die Magie in uns tragen, aber keiner lebt sie. Und das ist das, was ich gerne möchte. Genau da wieder anzusetzen, diese uralte Magie oder dieses uralte Wissen in jedem wach zu rütteln. So, und da sind wir zurück mit Thorsten Köhl, systemischer Coach und Experte für gesunde Führung. Wir haben ja schon so ein kleines bisschen über dein persönliches Schicksal gesprochen. Hat das nochmal etwas in deiner Arbeit mit den Führungskräften klar verändert? Aber was genau, weißt du noch, wo für dich der Switch dann im Kopf auch war, als du selber quasi die so ein... Ich weiß nicht, ob es Burnout, ob man es Burnout nennen will, ob es tatsächlich so weit ging. Aber als du das für dich so erfahren hast, wie hat sich da deine Beratungstätigkeit gegenüber Führungskräften verändert? Also es war tatsächlich ein Burnout. Ja. Ja. Also Ärzte haben das bestätigt, dass es ein Burnout ist und dass ich so in der Form nicht wieder zurückgehen sollte an diesen Arbeitsplatz. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden oder gemeinsam mit dem Unternehmen, dass wir es beenden. Und dann habe ich eine Phase genutzt, um mich mal auch wieder auf mich zu besinnen und mich mal mit mir selber zu beschäftigen. Und da fallen dann einem Dinge auf, die einem vorher nicht so aufgefallen sind, weil man zum Beispiel keine Zeit mehr hat, ein Buch zu lesen. Ja. Und wenn man dann die Zeit hat, liest man ein Buch und merkt, wie der Kopf in tausend Dingen gleichzeitig unterwegs ist. Und dann hat man drei Sätze gelesen in dem Buch und merkt, ich weiß gar nicht mehr, was im ersten Satz stand. Und da hat mir die Phase dann einfach geholfen, mich wieder auf mich zu besinnen und auf mich zu konzentrieren. Und habe dann quasi überlegt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Was will ich eigentlich machen? Und dann ist mir aufgefallen, Mensch Thorsten, eigentlich bist du ja Coach. Du bist systemischer Coach. Du hast vor Jahren die Coaching-Ausbildung gemacht, um deine Personalarbeit auf ein anderes Level zu heben und eine andere Beratungsleistung quasi den Führungskräften in Unternehmen anzubieten. Und habe dann aber gemerkt, naja, aber diese Beratung, die ich als Coach quasi den Führungskräften habe angedeihen lassen, in dem Unternehmen, wo ich ja auch angestellt war, hat gewisse Grenzen gehabt. Mhm. Die konnten sich nicht so öffnen, als wenn ich ein Externer gewesen wäre, weil natürlich im Hinterkopf immer auch mitspielt, der guckt ja auch zeitgleich auf meine Personalakte. Ja. Ja, also bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, was ich sage. Und dann habe ich eben gemerkt, Mensch, es hat mir so viel Spaß gemacht, immer Menschen zu beraten und Menschen zu begleiten, ja, in Veränderungsprozessen. Das sind ja auch viele Veränderungsprozesse in Unternehmen, die ich mitgemacht habe, wo eben auch diese andere Thematik, wie gehe ich denn damit um, ja, wie kann ich das meinen Mitarbeitern erklären, dass wir jetzt in einer anderen Struktur unterwegs sind und was bedeutet das überhaupt? Und dann habe ich eben überlegt, ich gehe komplett in diese Beratungsseite über und mache mich damit selbstständig. Und konzentrierst dich aber eben auf Führungskräfte, weil natürlich kann man sagen, Veränderungsprozesse betreffen dann eben viele Mitarbeiter. Und klar kann man die Mitarbeiter schulen in diesen Veränderungsprozessen, aber wenn das von oben nicht gelebt wird, diese Veränderung, sondern einfach nur aufoktroyiert wird, dann ja, passt es irgendwo eben heutzutage auch nicht mehr. Also das ist eben so noch wahrscheinlich der alte Führungsstil, aber heute braucht es einen neuen, einen, wie du sagst, gesunden. Richtig. Und genau das war auch so ein Schlüssel, als ich überlegt habe, wie kam ich eigentlich in diese Situation? Und ich hatte Vorgesetzte und eine Organisation und eine Struktur, wo immer von oben drauf und noch mehr und noch schneller und das muss noch und das hast du nicht gemacht und da haben wir noch was zu tun. Und habe ich mir überlegt, naja, aber so kann man die Leute heute nicht mehr führen. Hm. Das geht nicht. Ja. Und ich bin auch immer ein Freund davon, den Menschen eigentlich zu erklären, was ist eigentlich los? Weil oft wird in den Firmen zum Beispiel auch den Leuten dann quasi suggeriert, ich gebe dir mehr Eigenverantwortung. Aber in dieser veränderten Arbeitswelt können die Menschen mit der Eigenverantwortung gar nicht umgehen. Die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen und erleben eigentlich nur mehr Druck, mehr Stress. Und da habe ich mich dann auch zurückerinnert an Situationen in Unternehmen, wo zum Beispiel neue Führungsleitlinien oder so installiert wurden. Und die Frage war, wie bringen wir den Führungskräften eigentlich bei,
die zu leben. Ja. Und da gab es dann theoretische Seminare, wo denen das quasi vermittelt wurde. Und dann wurden am Eingang irgendwelche Pappkameraden aufgestellt, wo dann drauf stand Wertschätzung, Verantwortungsbewusstsein, Diversität. Und wirklich leben konnten die Führungskräfte das aber nicht. Ja. Und das ist mein Anknüpfungspunkt, wo ich eben sage, ein Schlüssel meiner Meinung nach sind tatsächlich die Führungskräfte in der mittleren Führungsebene. Das ist die sogenannte Sandwich-Position. Mhm. Ja, also die führen die Mitarbeiter direkt, ein Team, eine Abteilung und haben eben auch die Geschäftsführung oder Bereichsleiter, die zu ihnen sagen, wo geht die Reise hin. Aber sie sind diejenigen, die es umsetzen müssen. Aber wie kriegt man denn diese Führungsebene dazu, dass tatsächlich diese Veränderung tatsächlich zu leben, also eine gesunde Führungsarbeit an den Tag zu legen? Also das eine ist ja, du hast es gesagt, also die Seminare hat es ja immer gegeben, da wird dann den Führungskräften erzählt, so und so sollte es gemacht werden, aber wie kriege ich Führungskräfte dazu, das tatsächlich zu leben? Mhm. Das ist ja nicht unbedingt immer tatsächlich ihrs, vielleicht ist es auch gar nicht ihre Meinung, vielleicht wollen sie es selber gar nicht. Wie bekommt man sie dann aber dazu? Also ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass das obere Management oder die Geschäftsleitung dahinter stehen muss, ja, dass sich hier tatsächlich auch was verändert. Aber das sind oft auch einfach alte Hasen und deswegen sage ich, die können ihren Stil auch beibehalten. An die möchte ich gar nicht rantreten, mhm, aber ich möchte, dass es für die Mitarbeiter erlebbar wird. Ja. Und erlebbar wird es für die Mitarbeiter im Coaching von ihren direkten Führungskräften. Mhm. Das heißt, ich gehe mit den Führungskräften her von der mittleren Führungsebene und bringe ihnen das Thema gesunde Führung erstmal näher, was ja auch sehr viel mit sich selbst zu tun hat. Wie viel Zeit habe ich noch für Freizeit? Mhm. Mache ich noch Sport? Bringe ich meine Kinder ins Bett? Habe ich mit denen gemeinsames Abendessen? Und das kann sich dann quasi auch auswirken auf das Thema Mitarbeiter. Ich hatte auch mal einen Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, Thorsten, Montagabend würde ich bitte gerne keinen Termin haben, weil Montag ist mein Tag, da gehe ich ins Fitnessstudio, da treffe ich mich mit meinen Freunden. Ja. Da war für mich als Führungskraft klar, den Montag versuche ich zu vermeiden, so gut es geht. Mhm. Ja, und das sind tatsächlich Themen, die verankert werden müssen bei den Führungskräften. Das muss man ja aber als Führungskraft dann auch tatsächlich so ausstrahlen, dass es möglich ist, so etwas zu sagen. Es gibt ja dann auch möglicherweise, hat der ein oder andere die Erfahrung gemacht, wenn ich sowas überhaupt, wenn ich mich trauen würde, so etwas in meinem Vorgesetzten zu sagen, also Montag mal keine Termine, weil da gehe ich so, ja, Fitnessstudio, also wenn Montag ein Termin ist, dann gehen Sie Montag halt nicht zum Fitnessstudio, dann gehen Sie am Dienstag zum Fitnessstudio. Mhm. Also so eine Antworten kann man dann ja auch bekommen. Oder wenn Ihnen Fitnessstudio wichtiger ist als die Arbeit, dann fangen Sie doch als Trainer in einem Fitnessstudio an und dann müssen Sie ja gar nicht mehr hier ins Büro kommen. Also so eine Antworten gibt es ja möglicherweise auch. Also da liegt schon viel an der Führungskraft, so etwas auch auszustrahlen und zu zeigen, ich bin da offen für, ich achte darauf, dass jeder hier einen guten Ausgleich hat im Privatleben eben auch. Das ist ja schon eine Ausstrahlungsart. Sind Führungskräfte inzwischen so? Strahlen die das tatsächlich aus oder ist das immer noch so sehr aufgesetzt? Nee, es ist nicht aufgesetzt. Es sind auch viele Ältere sozusagen ein bisschen schwerfällig damit, wo man auch verstehen kann, die haben das schon seit Jahren gemacht. Mhm. Aber die merken natürlich auch, dass sie mit ihrem bisherigen Führungsstil an Grenzen kommen. Ja? Der funktioniert nicht mehr. Und deswegen sage ich immer, den Leuten erklären, was eigentlich los ist. Und wenn man zum Beispiel so Einzelheiten betrachtet und sagt, mit einem Klick ist die Welt anders, mhm, im Internet. Ich klicke nur einmal und ich habe komplett andere Gegebenheiten. Und so ist die Welt heute. Mhm. Ja? Und in der Globalisierung ist es ja so, dass wir quasi für die Welt agieren und uns Einzelne dabei verlieren. Und deswegen ist es wichtig, weil die Welt ist so vernetzt und wir vernetzen uns nicht mehr. Und darauf hinzuarbeiten, dass sich die Führungskräfte wieder vernetzen, mhm, und von einer Einzel-Ego-Mentalität, ich muss gucken, dass das funktioniert, hin zu einer Eco-Mentalität, wir schaffen das gemeinsam.
Und dann gehe ich in ein offenes Gespräch mit meinen eigenen Leuten und initiiere damit ein anderes Verhalten, einen anderen Austausch. Und wenn ich dann sozusagen gewisse Werte präge, die mir ganz wichtig sind, wie zum Beispiel Wertschätzung, Offenheit, Ruhe ausstrahle als Führungskraft und aber auch klar bin in dem, was ich möchte, dass der Mitarbeiter auch weiß, wo geht's eigentlich hin, dann habe ich ein ganz anderes Setting und kann ganz anders mit den Leuten arbeiten, die mit mir zusammenarbeiten sollen. Stellst du in deiner Arbeit mit Führungskräften Unterschiede zwischen Männern und Frauen fest? Also haben Frauen da, bringen die ganz andere Qualität mit ein? Sind die auch offener dafür? Oder ist das einfach eine Typfrage und hat mit Mann und Frau gar nichts zu tun? Also es ist eher so ein Thema, dass quasi gewisse Sachen den Führungskräften wie Schuppen von den Augen fallen. Ja? Wenn ihnen das mal bewusst wird, wie die Welt sich verändert hat und was das für Einfluss auf mein Arbeitsleben hat, dann sagen sie, ja, das stimmt und ich muss da echt irgendwie gucken, wie ich das anders auf die Reihe kriege. Und deswegen ist es nicht wirklich so ein Männer- und Frauenthema. Grundlegend muss man aber auch sagen, jetzt gibt es mehr Frauen in Führungskräften als vorher. Und die Frauen bringen eine ganz andere Herangehensweise mit, oft auch kommunikativer, als das Männer bisher gemacht haben. Und das ist ein großer Vorteil. Veränderungsprozesse anstoßen, immer erst dann, wenn, wenn der Krankenstand zu hoch ist, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert, wenn es an allen Ecken brennt. Also sind Führungskräfte erst dann offen oder stellst du fest, dass sich in den letzten Jahren da schon was verändert hat und bevor es irgendwie alles aus dem Ruder läuft, die Führungskräfte schon offen für Veränderungsprozesse sind? Also das Thema mit der Krankheit am Arbeitsplatz und der psychischen Belastung ist natürlich immens. Ja. Ja, also die Bundesanstalt für Arbeit auch Zahlen rausgegeben, über 87 Millionen Krankheitstage allein in einem Jahr aufgrund psychischer Erkrankungen. Ja. Ja, das ist, wenn man das auf 10 Jahre betrachtet, eine Zunahme von 97%. Das ist Wahnsinn. Ja. Und was die Unternehmen oft nicht rechnen, ist, durch die kranken Mitarbeiter geht mir eigentlich Geld verloren. Ja. Und da hat auch die Bundesanstalt für Arbeitssicherheit ermittelt, dass quasi 26 Milliarden Produktionsausfälle entstanden sind, deutschlandweit, dadurch, in einem Jahr. Und wenn die Zahlen mal von Unternehmen auch betrachtet würden, anstatt zu sagen, naja, dann ist der Mitarbeiter krank, dann muss es ein anderer mit übernehmen, was ja auch wieder eine Doppelbelastung ist. Und wenn sie dann eben erkennen würden, wenn ich da präventiv vorgehe, dann reduziere ich tatsächlich den Krankenstand und habe Möglichkeiten, tatsächlich trotzdem den Umsatz zu steigern, was ja immer auch ein wichtiges Thema für Unternehmen ist. Was ja auch also ein so heftiges Thema inzwischen, also du hast die Zahlen ja genannt, dass die Bundesregierung ja auch vor ein paar Jahren eben Programme für die betriebliche Gesundheitsvorsorge ins Leben gerufen hat. Also gerade Thema Burnout immer stärker geworden. Also da gibt es inzwischen auch für die Unternehmen sogar finanzielle Unterstützung, die vielleicht möglicherweise das ein oder andere Unternehmen dann auch motivieren, da tatsächlich mal tätig zu werden. Wir sprechen gleich noch etwas weiter über deine Arbeit, wie du konkret mit den Führungskräften arbeitest und was denn dein Work-Konzept bedeutet. Und jetzt haben wir für Sie noch einmal, ach Mensch, Cornelia Hippler. Cornelia Hippler haben wir, ne? Nein? Ah, erstmal das Produkt des Tages. Guck mal, da ist es nochmal. Ach, guck mal, von Jessica Prilop. Der wunderbare Herzfrequenz-Schwingungskristall. Wenn Sie mehr über diesen Kristall wissen möchten, dann rufen Sie doch bitte an und bestellen ihn auch gerne unter der 0800 3666 766. Aber wir können uns ja vorstellen, dass er die Herzfrequenz erhöht oder überhaupt erstmal öffnet, wenn denn da etwas verschlossen sein sollte, liebe Zuschauer. Also gerne anrufen, die 0800 3666 766. Die spirituelle Künstlerin Cornelia Hippler verfügt aufgrund ihres fehlenden Augenlichts über die besondere Gabe, sich in die Bedürfnisse und Wünsche von Mensch und Tier einzufühlen. Unterstützt wird sie hierbei durch ihre erfahrenen und stark ausgeprägten Sinne.
Mit dem Ziel, ihre innere Stimme zu stärken und störende Verhaltensmuster aufzulösen, steht Ihnen Cornelia mit ihren beiden Spezialgebieten, der Tierkommunikation und der Energiearbeit, zur Seite. Lassen Sie sich auf diese besondere Art der spirituellen Arbeit ein und entdecken Sie, was Sie aus eigener Kraft zum Positiven verändern können. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Sabrina Otten von Eizen ist bei uns. Wir haben schon ein kleines bisschen über deine Vergangenheit auch gesprochen. Genau. In der Fleischerei gearbeitet. Ja. Und dann nebenbei so die spirituelle Lebensberatung. Wann war für dich klar? Klar, dein Vater ist dann irgendwann gestorben. Ihr habt die Metzgerei dann irgendwann auch zugemacht. Und dann war ja klar, es braucht eine Neuorientierung. War das schon für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so und jetzt in die spirituelle Lebensberatung? Oder hat das noch ein bisschen gedauert? Nee, das war vorher schon, also ganze Zeit vorher schon. Guck mal, ich bin seit 2006 schon bei Viversum. Mhm. Und ich habe das Jahre vorher schon gemacht, das ging irgendwann mal los, da war ich 14 oder so. Also wirklich, ich habe mich schon immer für Karten interessiert, fand das immer faszinierend. Mhm. Dann bin ich mit meiner Mutter mal mit gewesen, war ich mit der zusammen als Kartenlegerin. Und die sagte dann irgendwann mal, und du machst das nochmal hauptberuflich. Ich sag, was? Sagt sie, ja, wenn du das machst, dann schenke ich dir meine Karten. Das waren so ganz abgegrabbelte Dinger. Und durch Schicksalsschläge, viel Krankheitsfälle und sowas, man beschäftigt sich da immer mehr mit. Und ich fand das spannend. Und komischerweise, ich sage mal, wenn einer das machen soll, die Leute, die finden sich. Es kamen Leute zu mir, die kamen so von ganz alleine. Das waren so meine Versuchsobjekte, sage ich immer. Und dann habe ich immer gemerkt, da trifft immer mehr ein. Die haben dann wieder angerufen oder sind wiedergekommen, haben wieder andere gebracht und so bin ich da reingerutscht in das Ganze. Ne? Hast du für dich dann auch selbst, wenn du Fragen für dich und dein Leben hattest, die Karten gelegt oder geht man dann eher zu jemand anderem, als das für sich selbst zu machen? Also ich kann es für mich auch, aber da musst du dich schon ganz schön in den Griff haben. Mhm. Was passiert da? Also warum kannst du das oder warum macht man das eigentlich nicht so wirklich für sich selbst? Weil man da Wünsche mit reinhaut, Gefühle, man ist nicht objektiv. Also ich habe eine Freundin, die hat das geübt, die hat mich dann immer angerufen und sagt, ich habe schon dreimal meinen Tod gesehen. Mhm. Ich sage, hör auf. Ich sage, so ein Blödsinn. Mhm. Weil das ist wirklich Quatsch. Also, das heißt, ich beeinflusse schon irgendwie die Karten, also so wie sie dann aufgelegt werden, durch die Energie, die ich da reinbringe? Also ist, oder? Nein, man ist einfach nicht objektiv genug. Also wenn man für jemand Fremdes guckt, geht man da ganz anders ran. Für sich selber, man sieht denn manchmal Sachen so, es könnte sein, könnte nicht sein. Dann interpretierst du in eine Richtung, die schon bei dir im Kopf irgendwie so wahrscheinlich schon vorgefertigt ist. Ja. Und ich habe auch eine Freundin, die ich dann anrufe. Ich sage, du guck mal, ich gucke erst selber, ich sage, jetzt guck du noch mal eben rauf. Aber in den meisten Fällen passt es. Also machst du das dann auch tatsächlich, also wenn wichtige Entscheidungen bei dir anstehen, also gehst du da nur in dich selbst und sagst, ja komm, ich entscheide jetzt so? Nee, oder ich gucke vorher rein. Ich gucke vorher rein und meine Familie kommt ja auch, selbst meine Kinder. Mhm. Also bei uns, auch wenn die Freunde von den Kindern kommen, die sind damit groß geworden. Ich sitze denn da und die nicht Karten, das ist für die, als wenn einer Bäcker ist. Aber ist jetzt nicht so, dass deine Kinder auch anfangen mit Karten legen? Die können das beide. Ja. Ich denke mal, dass die auch noch mal mit anfangen. Mhm. Ja. Ja, manchmal braucht es ja ein kleines bisschen. Ich denke mal, die müssen ein gewisses Alter haben und eine gewisse Reife. Es gehört ja auch eine Lebenserfahrung da irgendwo zu. Ne? Das auf jeden Fall. Nein, aber die ganze Familie kommt und wenn Probleme sind. Und es geht weiter natürlich, auch bei Questico. Du wirst natürlich weiter beraten, auch bei Astro TV übrigens. Ja. Um 13 Uhr bist du bei Astro Live dann genau, auch noch morgen dann. Am Start. Ja. Genau, also da gucken wir uns auch, auf jeden Fall rein. Bis einschließlich Sonntag hier, freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich war zuletzt im März da und dann kam Corona. Ja, das hat
uns alle ja so ein kleines bisschen ausgebremst. Wie ist es dir in dieser Zeit ergangen? Was hast du mal, also für dich war es ja auf der anderen Seite ja aber auch relativ einfach über Questico. Du hast ja sowieso schon immer auch übers Telefon gearbeitet. Ja. Also da hat sich dann ja erstmal nicht so wahnsinnig viel verändert. Aber ich nehme an, die Gespräche haben sich auch verändert. Da ging es ja dann um ganz andere Themen. Plötzlich war da ja eine ganz andere Unsicherheit aufgemacht. Also so, die Leute haben Angst. Hm. Das ist also ich hatte ganz viele Gespräche, wo die Leute wirklich Angst haben, Existenzängste, wie geht's weiter, wie geht's überhaupt auf der Welt weiter, was ist das, wo kommt das her? Ja, und das reißt auch nicht ab, das ist im Moment auch noch der Fall. Es ist etwas lockerer geworden wieder, aber ich denke mal, die nächste Welle der Existenzängste steht schon vor der Tür. Ja, und guckst du da eigentlich dann rein? Kannst du in sowas dann auch reinschauen, wenn es nicht für einen bestimmten Klienten ist, dass du sagst, so Corona beschäftigt uns jetzt noch so und so lange? Ja. Oder ist das schon eine sehr persönliche Geschichte, weil den einen tangiert Corona dann irgendwie gar nicht? Die machen mit ihrem Job ganz normal weiter, möglicherweise nur Homeoffice, das ist das Einzige, was sich verändert hat, aber eigentlich leben sie relativ normal so weiter und andere betrifft es dann intensiver. Also hat Corona schon auch ganz, ganz eigene Schicksalswege dann aufgezeigt oder ist das schon was, was du auch global sehen kannst, Corona beschäftigt und so lang? Also ich denke, wir haben da noch eine ganze Zeit mit zu tun, also eine ganze Ecke und die zweite Welle meines Erachtens ist die auch schon in Gang. Ja, sehen wir jetzt. Also in Berlin haben die Schulen auch vor ein paar Tagen aufgemacht. Die ersten Schulen machen schon wieder zu. Ach du Elend, habe ich noch gar nicht gehört. Ja, weil es die ersten Corona-Fälle dann schon wieder gegeben hat. Ja, und dann kommt der Herbst, Winter. Man weiß nicht, wie es denn aussieht. Dann sowieso immer Grippesaison. Ja. Und dann die alle in Urlaub fahren. Ne? Ja. Aber wir wollen. Ist schon riskant, aber wir wollen das Beste hoffen. Ja, und wir wollen ja uns auch alle irgendwie so ein Stück weit auch wieder draußen bewegen. Ist ja auch wichtig. Also müssen wir auch sagen, zu einem guten Immunsystem gehört auch Bewegung dazu und vor allem auch an der frischen Luft. Es gehört die Sonne auf der Haut dazu, damit wir ordentlich Vitamin D produzieren. Also auch das. Ne? Und das war ja dann auch eben dieses Eingepferchtsein und zu Hause zu hocken. Das verbessert ja nicht unbedingt die Gesundheit. Ne? Obwohl, also ich bin ja immer sehr positiv eingestellt. Ja. Ich sage mal, negative Sachen bringen immer was Positives mit sich. Ja. Und man lernt eben auch diese Freiheit, die wir hatten, mal wieder zu schätzen. Ja, ne? Und wie gut es uns eigentlich geht. Ja, und auch Sozialkontakte. Manchmal auch die Familie, wo wir vielleicht mal ein bisschen stinkig waren. Und dann sagen wir, Mensch, aber jetzt, wo wir sie überhaupt nicht sehen dürfen, da vermissen wir es doch. Und und dann mal wieder ein bisschen drüber nachdenken. Uns werden so ein bisschen die Augen geöffnet dadurch. Mhm. Ne? Genau, also hat auch immer alles sein Gutes und sollte man sowieso auch immer, auch in der Katastrophe oder in der Krise, auch immer das Gute sehen. So wie Thorsten das auch gemacht hat, als er seinen Burnout hatte, auch da hat Thorsten für sich Antworten gefunden. Also Krisen geben auch immer die Chance. Sehe ich auch so, eine Tür geht zu, eine nächste geht auf. Und oftmals muss eine Krise kommen, damit man die Türklinke überhaupt anfasst. Erreichen wir dich eigentlich, liebe Sabrina, auch über die 0900er-Nummer, die wir hier eingeblendet haben? 0900 508 5000? Nein, also nur direkt über Questico. Ja. Also ich bin auch heute Abend erreichbar, auch für die Leute von Viversum und überhaupt die ganzen Tage. Ich bin bis einschließlich Sonntagabend hier, fahre Montagmorgen wieder zurück, wenn mein Zug dann fährt. Also auch wenn Sie Sabrina unter der Nummer nicht erreichen, unter der 0900 508 5000, aber viele Astro-TV-Berater können Sie unter der Nummer erreichen und natürlich auch Berater unseres Partners Questico, die Sie noch nicht von Astro-TV kennen und immer zum garantierten Festnetzpreis von 1,99 pro Minute aus dem Mobilfunknetz. Ja, das wissen Sie, kann es immer ein kleines bisschen teurer sein. Das Schöne ist, die Nummer ist rund um die Uhr besetzt. Also Sie erreichen immer jemanden, mit dem Sie sprechen können. Und die Beratungen sind übrigens zu 100% anonym. Sie können also die Nummer wählen und müssen überhaupt nichts von sich preisgeben, keinen Namen nennen, keine Daten abgeben, gar nichts. Sie werden direkt mit jemandem verbunden. Also das ist doch eine schöne Geschichte, wenn man so ganz anonym bleiben kann, um über seine Themen zu sprechen. Jetzt haben wir noch einmal den Hinweis auf den Produkt des Tages, liebe Zuschauer. Da ist er, der Herzfrequenz-Schwingungskristall von Jessica Prilop, die ja auch die Tage mit ihrem Shop hier bei Astro live on air gewesen ist und bestimmt in den nächsten Tagen hier auch wieder vorbeischaut. Also rufen Sie an unter der 0800 3666 766, wenn Sie Näheres zum Schwingungskristall der Herzfrequenz wissen möchten oder wenn Sie ihn auch direkt gleich bestellen möchten. Einfach anrufen. Ganz lieben Dank und jetzt haben wir für Sie auch noch
nochmal den Hinweis auf unsere Verlosung. Dieses wunderbare Buch hier gibt es zu gewinnen. Excellent Heroes, Heldenstrategien für mehr Erfolg im Unternehmen. Unter anderem Dr. Florian Langenscheid hat hier einen Artikel geschrieben, aber noch viele andere Führungskräfte auch. Also wenn Sie dieses Buch gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns bitte diese Frage. Was stellt Thorsten Köhl heute vor? A. Gesunde Führung oder B. Wohltuendes Anmeckern? Rufen Sie an unter der 01379881404 aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501900. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 11 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Und Thorsten Köhl, der sich nicht mit dem Anmeckern beschäftigt, gehe ich von aus. Wobei, Anmeckern, gehört das auch immer noch zur Führungsarbeit dazu? Darf man auch mal meckern oder ist das nicht mehr angesagt? Also Kritik üben ja, aber eben nicht mit Meckern. Genau. Also eine Feedback-Kultur ist, glaube ich, das, was man braucht. Und dann ist es nicht das Thema Anmeckern, sondern sich offen sagen, was stört einen. Und das kann die Führungskraft Richtung Mitarbeiter klar kommunizieren und das kann aber auch der Mitarbeiter Richtung Führungskraft klar kommunizieren. Mhm. Weil wenn die Themen dann mal angesprochen sind, dann findet man auch Lösungen, wie man das Thema beseitigen kann oder was dafür notwendig ist, um damit umzugehen. Jetzt traut sich der ein oder andere Mitarbeiter aber gar nicht, so solche Dinge anzusprechen, weil er manchmal vielleicht das Gefühl hat, wenn er das der Führungskraft gegenüber anspricht, dann ist er seinen Job aber gleich los. Weil das eben so ein, vielleicht noch so ein sehr biestiger ist, der eben so ein Feedback eben nicht verträgt. Genau. Und da ist eben genau das Thema wichtig, dass die Führungskraft der Zukunft mindful und mit Respekt mit den Menschen umgeht und ein Feingefühl entwickelt, was ist hier eigentlich gerade los. Und eine Haltung dazu annimmt, das Thema auch anzusprechen, in Teammeetings, in Einzelgesprächen. Ja. Und schon merken die Mitarbeiter, und das ist das Erlebbare, da ändert sich was. Themen, die wir sonst irgendwie nicht gelöst bekommen haben, sprechen wir plötzlich an und kriegen sie vielleicht irgendwie gelöst. Und da gehe ich tatsächlich her und begleite in meiner Funktion als Coach die einzelnen Führungskräfte in genau solchen Situationen. Wie machst du das? Also zum einen, klar, gibt es natürlich immer den Klassiker, da gibt es Seminare, da gibt es dann PowerPoint-Präsentationen, wird den Leuten ein bisschen was erzählt, wie sie denn etwas umsetzen können. Wie arbeitest du mit Führungskräften? Also den Teil gibt es auch, ja, um den Führungskräften tatsächlich mal einfach gesunde Führung näher zu bringen. Und da gibt es dann immer auch so einen ganz interessanten Punkt, wenn ich eben über meine Geschichte erzähle. Wenn ich sage, was habe ich eigentlich selbst als Führungskraft erlebt und wie kam es zu der Situation, dass ich heute quasi einen ganz anderen Job, aber trotzdem noch mit Führungskräften mache, aber eben dieses Burnout hatte. Und dann gibt es Führungskräfte, die eben sagen, interessant, also gewisse Dinge erkenne ich bei mir selbst auch. Und dann merken plötzlich die Führungskräfte in der Gruppe, oh, also dass der das so offen sagt, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Mhm. Und dann läuft das eigentlich quasi. Ja. Dann merken plötzlich die Führungskräfte untereinander, wir haben Themen nicht ausgetauscht, die wir vielleicht mal austauschen sollten, die uns das Leben vielleicht leichter machen, wenn wir da offener sind. Mhm. Und wenn die Offenheit für sich selbst erlebt haben, in diesem geschützten Kreis, dann können sie auch offener den Mitarbeitern gegenüber auftreten. Du nennst das Ganze das Work-Konzept. Was steht für dich hinter Work? Also Work, klar, Englisch für Arbeit, aber du hast die Buchstaben zusammengesetzt und da ein paar Worte für gefunden. Wertschätzung, Offenheit, Ruhe und Klarheit. Das bedeutet für dich Gesundheit quasi. Das ist zusammengehört. Also das brauchen Führungskräfte heutzutage, um das, um wirklich gesund zu führen. Jetzt, wir könnten ja noch weiter. Jetzt haben wir gerade wieder ein Fass aufgemacht, aber wir müssen schon wieder zumachen. Also ich würde sagen, lieber Thorsten, entweder du kommst noch mal wieder oder, liebe Zuschauer, Sie gehen auf die Seite von Thorsten Köhl. Einfach thorstenköhl.de. Köhl dann natürlich nicht mit Ö, sondern mit OE. Und da können Sie sich dann noch weiter informieren. Menschenskinder, haben wir noch Zeit für den Spruch des Tages? Ja, den machen wir. Komm, schauen wir kurz rein.
Keiner kann Wellen aufhalten, aber jeder kann lernen, auf ihn zu surfen. Das sagt nicht nur Jon Kabat-Zinn, sondern auch Thorsten Köhl auf seiner Homepage. Ganz lieben Dank, dass Sie mit dabei waren. Ganz lieben Dank, Thorsten. Ganz lieben Dank, Sabrina. Schauen Sie auch morgen wieder rein. Leichter Leben, Zeit für mich. Tschüss und auf Wiedersehen. Bunten Tag heute. Ciao. Tschüss.